Mit einem leichten Zeitverzug starten wir jetzt. Was machen wir jetzt heute? Wir reden über Morphologie und zwar allgemein und Flexion und Wortbildung sind dann die Spezialthemen, die kommen in den nächsten Wochen. Heute geht es erstmal darum, vor allem, was ist auch der Unterschied zwischen Flexion und Wortbildung und was macht Morphologie überhaupt? Wir beschäftigen uns in der Morphologie, das ist ja die Formenlehre, wir beschäftigen uns mit Formveränderungen, Berg, Berges und so weiter, aber eben auch mit Änderungen von Merkmalen im weiteren Sinn. Also das wäre Nominativ zu Genitiv, da ändert sich ein Merkmal des Wortes. Und diese beiden Sachen gehören ja irgendwie zusammen, Formveränderungen und Merkmalsänderungen, zumindest oft in so Sprachen wie dem Deutschen. Das heißt, wir reden von Veränderungen von Werten, Veränderungen von ganzen Merkmalsausstattungen. Ich sage gleich, was das genau bedeutet. Und wir beschäftigen uns dabei mit Morphen, also Bestandteilen von Wörtern. Morphe werden dann aufgeteilt gleich in alle Stämme und alle nicht-lexikalischen anderen Morphe, also Morphe, die keine Stämme sind. Ich rede ein bisschen über Merkmale heute und sage Ihnen, was statische und volatile Merkmale sind. Die habe ich jetzt so genau für alle, die mal Java programmiert haben. Das ist so ein kleiner Insider-Witz. Und rede dann, über, wie eben schon angekündigt, über den Unterschied zwischen Wortbildung und Flexion anhand von solchen Eigenschaften von Merkmalen. Morphologie in der Bildungssprache und Normsprache für alle relevant und für die, die das dann unterrichten müssen, nochmal extra relevant. Nun ja, die Flexion und die zugehörigen Kategorien, die sind in der Normsprache relativ klar. Was Sie aber nicht voraussetzen können, ist eine perfekte Beherrschung vor Literat, bevor Sie lesen, also bevor Kinder lesen und schreiben lernen. Ein klassisches und auch schon extremes Beispiel ist der Konjunktiv. Ich habe in meinem Aufbaumodul letzte Woche relativ lange darüber diskutiert, wie man eigentlich den Konjunktiv 1 benutzt. Und da habe ich dann auch gelernt, dass LehrerInnen völlig unterschiedliche Empfehlungen geben und entsprechende Lehrbücher für die Schule, wie man den Konjunktiv 1 zu benutzen habe. Nun ja, aber das hat natürlich mit Flexion zu tun, also mit Morphologie. Und Sie haben in natürlich anderen Sprachen sowieso, wenn Sie jetzt aus dem Türkischen oder Englischen oder Russischen kommen, haben Sie ein ganz anderes Flexionssystem. Und Sie wissen, Sie haben eventuell auch SchülerInnen mit nicht deutscher Erstsprache, nur mal so, Klammer zu. Aber Sie haben darüber hinaus auch Abweichungen in Dialekten, Soziolekten oder sogenannten Kiezsprachen. Jetzt habe ich meinen eigenen Heimatdialekt genommen, es regnet auf der Terrasse. Das hat ja bei uns zwei Bedeutungen, das heißt, es regnet auf der Terrasse oder auf die Terrasse. Da fallen diese zwei Kasus zusammen. Und wenn Sie jetzt Normsprache unterrichten im Ruhrgebiet, ich habe jetzt wie gesagt extra Ruhrgebiet genommen und nicht Berlin oder sowas, dann müssen Sie ja damit irgendwie umgehen können. Also Sie müssen vor allem erstmal wissen, was da passiert. Und da habe ich mit dem Kollegen Pankau drüber gesprochen und das dann selber erst richtig verstanden, wie das eigentlich genau funktioniert. Das ist nämlich nicht so, dass wir diese Kasus nicht hätten. Es betrifft nur deakzentuierte Pronomina. Ein anderes schönes Beispiel hat ein Freund von mir gesagt, der hat Magister damals gemacht über Rilke und sagte irgendwann vorher, ja, ich las in meinem Studium schon einmal Rilke. Und das kann man so nicht sagen. Sie können hier das Präteritum nicht nehmen. Was hier gemeint ist, ist, ich habe schon einmal Rilke gelesen. Das Präteritum und das Perfekt im Deutschen sind nicht gleichbedeutend. Und ganz oft sind sie das, dann kann, also sie sind zumindest austauschbar, aber hier geht es gerade nicht. Das ist einer von den Fällen, wo es nicht geht. Da reden wir nochmal in der Syntax drüber. Ja, warum hat er das gemacht? Der Mann spricht Rheinfränkisch von zu Hause aus, also kommt aus dem Odenwald und da gibt es kein Präteritum. Das heißt, das hat er in der Schule gelernt und hat dann irgendwie sozusagen generalisiert, wenn ich irgendwie Bildungssprache spreche, muss ich immer das Präteritum nehmen. Das stimmt aber auch nicht. Dazu, um das dann irgendwie zu erkennen, müssen wir aber erstmal wissen, was ist das Präteritum, was ist das Perfekt, wie werden die gebildet und wie werden die dann verwendet. Das sind alles Sachen, die Sie nacheinander abhaken müssen. Das zur Flexion und zur Wortbildung. Ja gut, also die ist einfach ein wichtiger Kern der Bildungssprache. Wir haben über Feilke gesprochen am Anfang. Da kam, wenn Sie sich noch daran erinnern, diesen Artikel über Bildungssprache, habe ich Ihnen kurz einige Punkte daraus erwähnt. Und wenn Sie da reinschauen, da spielt Komposition, also das Zusammenfügen von Wörtern zur Bildung neuer Wörter, eine ganz große Rolle in der Bildungssprache. Morphosyntax in der Schule, das ist was, was ich noch reingenommen habe, weil das einfach, das ist ein super Beispiel. Und ich zeige Ihnen jetzt erstmal dieses Beispiel. Und das ist ein Auszug, ein Transkript aus einem Unterricht, einer Unterrichtssituation. Sie haben hier immer Schüler und Schülerinnen und Lehrer.
Und da schauen wir mal, das ist aus dem Buch von Bredel, was ich Ihnen immer empfehle, der Einführung von Bredel. Da sind sozusagen ja die Highlights drin. Ja, schauen Sie sich, was hier passiert. Also, Sie merken sofort, worum es geht. Wem, sagt Schülerin, wem holte der Frosch die Kugel aus dem Brunnen? Dann Lehrer, Andrea, wie ist die Antwort? Die Prinzessin. Stell die Frage noch einmal. Wem holte der Frosch die goldene Kugel aus dem Brunnen? Sehen Sie, hier wird einfach das Adjektiv goldene hinzugefügt. Das hat jetzt eigentlich mit dem, wo der Lehrer hin will, nichts zu tun. Und jetzt möchte ich die Kurzantwort haben. Worauf? Sie wissen schon, worauf es hinausläuft. Und die Schülerin sagt, der Prinzessin. So ist das. Der Prinzessin. Und jetzt musst du mir noch etwas sagen. Wenn Sie fragen, wem hat der Frosch die Kugel aus dem Brunnen geholt und jemand sagt, der Prinzessin, da erwarten Sie, dass noch was nachkommt. Muss ja. Subjekt stimmt nicht. 04, Akkusativ. Nicht 0, das hier, zeigt an die Tafel, steht für O wie Objekt. Also wahrscheinlich steht da O für Objekt im vierten Kasus. Ich nehme an, daher kommt das. Und dann die Schülerin sagt, wen? Nein, da hast du nicht richtig gehört. Frag noch einmal bitte. Wem holte der Frosch die goldene Kugel aus dem Brunnen? Wem? Also, was musst du noch dazu sagen? Der Prinzessin holt. Das kann stundenlang so weitergehen. Tut's auch. Was für ein Satzteil? Was für ein Satzteil ist es? Akkusativobjekt. Helft ihr bitte, ja, alle dann. Das geht hier nicht vor und nicht zurück. Noch einmal, wie fragt man nach dem Subjekt? Jetzt gehen wir mal kurz zwischendurch aufs Subjekt. Also ohne zu sagen, was wir machen, sagen wir jetzt, okay, jetzt klären wir erstmal, warum die Antwort falsch war. Wer oder was? Wie fragt man nach dem Dativobjekt? Wem? Wie nach dem Akkusativobjekt? Wen oder was? Und dann Lehrer begeistert. Und nochmal von vorne. Dann kommt nochmal die Frage, wem holte aus dem Brunnen? Und jetzt wird es auch ein bisschen deutlicher. Andrea, Antwort. Die Prinzessin. Und wir gehen nochmal zurück. Wem? Der Prinzessin. Hatten wir eigentlich vorher schon. Wir haben nur zwischendurch so viel Salat angerichtet, dass wir jetzt wieder bei der Prinzessin waren. Die Prinzessin, pardon. Sehen Sie, ich komme selber schon durcheinander. So, und dann nochmal. Und dann sagt die Schülerin Dativobjekt. Lehrer ist erleichtert und sagt Dativobjekt. Ja, die Frage wem ist die Frage nach dem Dativobjekt. Ihr seht, es ist ganz wichtig, die Hausaufgabe ist wichtig, denn ihr habt da noch Probleme. Ihr Leute, das ist so Lehrersprache, ne? Wir stehen auch erst am Anfang mit den Objekten. Wir machen dazu noch viele Übungen dieser Art und zwar nicht bloß hier in der 5. Klasse. Jetzt nach dem Freitag höre ich auf damit, lasse ich es ruhen, in 2 Monaten geht's weiter und in der 6. Klasse wieder und dann kommt die Englischlehrerin nochmal drauf zurück. Da freut man sich. So, dieser Lehrer hier ist jetzt nicht automatisch, ich sage nicht, dass der an sich ein schlechter Lehrer ist oder sowas, sondern diese Unterrichtssituation, die läuft erstmal völlig aus dem Ruder. Und warum tut sie das? Weil hier überhaupt nicht klar ist, was da eigentlich, oder was da passiert, ist klar. Aber warum das überhaupt passiert, ist, glaube ich, keinem der Beteiligten klar. Die Hausaufgabe ist wichtig. Ja, aber ist es jetzt wichtig, wenn ich einen Satz höre und da kommt der Frosch holte der Prinzessin bla 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 aus dem Brunnen, dass ich dann sage, wem holte der Frosch die Kugel aus dem Brunnen und dann schreie Dativobjekt. Wozu ist das eigentlich gut? Abgesehen davon, dass Sie sehen, dass diese Fragen offensichtlich gar nicht so natürlich sind, wie man immer glaubt. Die Fragen selber müssen von den SchülerInnen erst gelernt werden. Das geht ja hier völlig durcheinander. Da kommt ja 4-mal die falsche Antwort und 2-mal die richtige. Das scheint fast Raten irgendwie im Spiel zu sein. Ja, das heißt, irgendwie, was das bringen soll, ist mir völlig schleierhaft. Also wenn man das so macht, kann man auch die Lehre von Kasus gleich weglassen. Ja, das heißt, Sie müssen wissen, wofür haben wir überhaupt Kasus? Und dann können Sie sich darüber Gedanken machen, wie vermittle ich das und was kommt dann da vielleicht an Sprachbetrachtungskompetenzen und dann als Folge davon Sprachkompetenzen dabei raus. Ja, nee, klar. Aber jemanden darauf zu dressieren, Dativobjekt zu schreien, wenn man irgendwo wem sagt, man bringt nichts. So, jetzt erkläre ich Ihnen dann in dieser Woche, nächste Woche, übernächste Woche, was Sie alles wissen müssen, so als Basis zumindest, damit Sie dann später eine Entscheidung treffen können, wie Sie das dann vielleicht besser gestalten. Wir reden über Stämme und Affixe und beginnen mit der Beziehung von Form und Funktion in der Flexion und kommen dann zu Stämmen und Affixen. Schauen Sie sich das hier an. Den Präsidenten begrüßte der Dekan äußerst respektlos. Der Dekan begrüßte den Präsidenten äußerst respektlos. Diese Sätze heißen ja 2 verschiedene Sachen. Oder? Nee, die heißen nämlich genau dasselbe,
Sie sind nicht formal identisch, wir haben einfach die beiden vertauscht. Und die Bedeutung bleibt eigentlich gleich. Irgendwas verändert sich, aber nicht die Bedeutung. Also in der Realität beschreiben diese Sätze eigentlich denselben Sachverhalt. Wenn Sie sich das hier angucken, die Präsidentin begrüßte die Dekanin äußerst respektlos versus die Dekanin begrüßte die Präsidentin äußerst respektlos, dann stellen Sie fest, dass diese Sätze eigentlich was anderes bedeuten. Also nicht als die ersten beiden, sondern 2a und 2b bedeuten was anderes. Sie haben nahezu kaum die Möglichkeit, das, was hier vorne steht, in diesen Fällen, als nicht das Subjekt zu interpretieren. Man kann das erzwingen, man kann das erzwingen. Das geht, aber dann brauchen Sie einen sehr, sehr starken Kontext. Wenn Sie die Sätze so sehen, werden Sie sagen, ja, die bedeuten zwei verschiedene Sachen. Hier begrüßt die Präsidentin und hier begrüßt die Dekanin jeweils als handelnde Person oder so, wie man das auch immer sagen will. Das ist doch spannend. Das liegt jetzt hier nur daran, nicht, dass das Männer und Frauen sind, sondern das liegt nur daran, dass die Flexion von maskuliner und femininer anders aussieht. Und was Sie sehen an diesen Beispielen ist, dass Formveränderungen, also hier an den Artikeln speziell in dem Fall und hier beim Präsidenten auch an dem Substantiv, da kommt ja das N hinten dran, also das Schwa-N, dass die, je nachdem, welche Form sie haben, ist halt eingeschränkt, welche Funktionen das Wort im Satz haben kann. Es ist eingeschränkt. Es ist nicht unbedingt strikt festgelegt, ja, dass hier die Präsidentin kann jeweils ein Akkusativ oder ein Nominativ sein. Kann kein Dativ sein zum Beispiel. Dann müsste es der Präsidentin heißen. Ja, das heißt, die Merkmale hier, Kasus in dem Fall, wird nicht perfekt festgelegt, aber eingeschränkt. Ne? Und hier in dem Satz halt blöd, dass dann Nominativ und Akkusativ genau die relevante Unterscheidung ist. Die wird aber nicht gemacht an der Form und dann schlägt halt die Wortstellung zu. Das ist sozusagen der Hintergrund dafür. Das heißt, das Ganze hat semantische und auch systemexterne Folgen, über die wir noch im Detail reden werden. Das ist eigentlich das Wesentliche schon zur Flexion. Können wir fast nach Hause gehen. In der Wortbildung ist es noch transparenter eigentlich. Schauen Sie sich so Wörter an wie grünlich, rötlich, gelblich. Ja, was ist jetzt die Funktion von Lich hier jeweils? Das ist eine semantische Veränderung an der Bedeutung des Adjektivs, wo das jeweils dran steht. Also wenn was grünlich ist, ist es nicht so richtig grün. Wenn was rötlich ist, ist es nicht so richtig rot. Und gelblich, dann ist es nicht so richtig gelb. Aber irgendwie schon so ein bisschen. Das ist ein sehr vorhersagbarer semantischer Effekt von Lich. Lich selber hat keine Bedeutung, aber hat einen semantischen Effekt. Genauso wie diese Endungen Neuigkeit, Blödheit, Tauch, Erhebung. Die haben jeweils, die verändern die Bedeutung der Stämme, an die sie dran treten. Und wir können die auch sehr gut abtrennen. Also wir sehen genau hier neu, das ist irgendwie das Adjektiv und dann kommt da Ichkeit hinten dran. Die Endung ist Ichkeit, weil Neuig gibt's ja nicht. Also das ist eine Endung, Ichkeit. Genauso hier, also nicht genauso, aber ähnlich, Fensterrahmen, Türspender, Glaskorken, Unterschrank. Was wir hier sehen, ist, wir verbinden zwei Wörter, die durchaus unabhängig voneinander Bedeutung haben. Und dann kommt ein neues Wort raus, sogenannte Komposita. Das ist alles Wortbildung. Das heißt, das sind im weitesten Sinn Formveränderungen, die neue lexikalische Wörter erzeugen. Diese Wörter, die hier gebildet wurden, haben jeweils eine andere Bedeutung, als die Wörter, auf Basis derer gebildet wurde. Ja, Neuigkeit hat eine andere Bedeutung als neu. Grünlich hat eine andere Bedeutung als grün. Ein Fensterrahmen ist was anderes als ein Rahmen oder ein Fenster. Also es ist was Spezifischeres als nur einfach ein Rahmen, aber es ist auf jeden Fall, es hat nicht dieselbe Bedeutung. Fensterrahmen bedeutet nicht dasselbe wie Rahmen. Das ist charakteristisch für Wortbildung. Und was wir hier jetzt gesehen haben, waren schon Stämme und sogenannte Affixe. Wenn wir uns das jetzt genauer angucken, brauchen wir den Begriff der Markierungsfunktion von Morphen. Okay, was ist das? Schauen Sie sich das hier an. Der Berg, den Berg, dem Berg, des Berges, die Berge, der Berge. Die Artikel sind hier eingeklammert, die sind immer nur da, um Ihnen zu sagen, welcher Kasus genau gemeint ist. Das können Sie ja an dem Wort, wie wir jetzt sofort sehen, nicht mehr erkennen. Bei hier dieselben Formen im Sinne von Kasus- und Numerusformen. Der Mensch, den Menschen, dem Menschen, des Menschen, die Menschen, der Menschen. Alles Formen, die Sie schon mal gesehen haben, die Sie auch bilden können. Was ist jetzt hier der Punkt? Hier sehen Sie dreimal jetzt blau eigentlich dasselbe Wort. Da ist ja kein,
eine Endung hinten dran. Das ist jedes Mal einfach nur Berg. Und das kann aber im Singular sein, der Nominativ, der Akkusativ und der Dativ. Das sehen Sie dann erst an dem Artikel hier vorne, was von den dreien es konkret ist. Bei Berges ist das anders. Das kann nur ein Genitiv Singular sein, weil da hinten dieses S dran hängt. Und das ist sehr charakteristisch für den Genitiv Singular bei bestimmten Substantiven, bei Maskulina und Neutra. Okay, da brauchen Sie eigentlich diesen Artikel hier gar nicht. Das heißt, die Form ist genau festgelegt auf Genitiv Singular. Bei die Berge und der Berge haben Sie wieder was, wo Sie sagen, okay, sagen können, es ist dieselbe Form. Da hängt zwar was dran, aber zweimal dasselbe, obwohl das zwei verschiedene Kasus sein können. Können sogar eigentlich drei verschiedene sein. Denken Sie mal drüber nach. Und hier sehen Sie genau das, also diese Endungen schränken die möglichen Funktionen dieser Wörter ein, aber sie legen sie nicht 100% fest. Hier sehen Sie bei Mensch letztlich genau dieselbe Formenreihe. Nominativ Singular, Akkusativ Singular, Dativ Singular, Genitiv Singular und dann zwei Pluralformen. Was Sie hier aber irgendwie feststellen ist, im Nominativ Singular heißt es Mensch, aber in allen anderen Formen heißt es Menschen. Das sind, wie gesagt, dieselben Casus Numerus Formen, aber die werden völlig anders gebildet bei Mensch und bei Berg. Woran liegt denn das? Und eigentlich in dem Kontext hier interessant, was ist jetzt die Funktion dieser Endungen, die da dran tritt? Man kann ja jetzt schlecht sagen hier, das hier ist die Endung für den Akkusativ Singular. Sie sehen das, es markiert genauso den Dativ Singular, den Genitiv Singular und alle Pluralformen. Ja, kann man jetzt schlecht sagen, bei Mensch ist Schwa N oder orthografisch EN die Endung für den Genitiv Singular. Das ist irgendwie nicht ganz angemessen. Bei Berg und es ist das so. Was hat es jetzt eben mit den Morphen und den Markierungsfunktionen auf sich? Das ist jetzt einfach nur die Zusammenfassung von dem, was ich Ihnen gerade illustriert habe. Wir haben Formveränderungen, die oft nicht mit einer bestimmten spezifischen Funktion verknüpft sind, sondern sie schränken die möglichen Funktionen. Und mit Funktionen meine ich hier ganz allgemein, ist das ein Singular oder kann das ein Singular sein, kann das ein Plural sein, kann das ein Dativ sein, kann das ein Präsens sein und so weiter und so weiter. Schränken diese möglichen Funktionen ein. Das heißt, die Markierungsfunktion ist letztlich die Reduktion der möglichen Merkmale oder Werte einer Wortform. Die Markierungsfunktion von EN bei Mensch, Menschen, ist zu sagen, okay, es kann alles sein, aber kein Nominativ Singular. Das N bei Verben im Präsens, na gut, das schränkt die Möglichkeiten ein, dieser Form kaufen auf, naja, es muss irgendwie Plural sein und es kann nicht die zweite Person sein. Es kann erste oder dritte sein. Und Morphe sind jetzt alle Einheiten, alle Teile von Wörtern, die irgendeine Art von Markierungsfunktion haben. Was sind jetzt genau die Stämme? Wie können wir das eingrenzen? Und so wie bei den Wortklassen sagen, hey, ich kann genau sagen, woran ich erkenne, ob was ein Stamm ist oder ein Affix. Das wollen wir ja möglichst immer präzise haben. Und dann haben wir wieder diese Formen. Ich kaufe, du kaufst, ihr kauft. Ich kaufte, du kauftest, ihr kauftet. Und hier haben wir dann einmal perfekt. Ich habe gekauft, du hast gekauft, ihr habt gekauft. Da kommen jetzt verschiedene Formen von kaufen vor. Und wir wollen eigentlich darauf hinaus, was ist der Stamm? Wir sehen hier im Präsens verändern sich die Formen von Kauf nicht. Das ist der konstante Bestandteil dieser drei Formen. Hinten ist jeweils was anderes dran, aber Kauf ist konstant. Genauso im Präteritum, Kauf bleibt immer gleich. Und im sogenannten Partizip, was hier fürs Perfekt benutzt wurde, Kauf bleibt immer konstant. Über alle diese Formen gibt es eigentlich nur eine Kette von Segmenten, die immer die gleiche ist, und das ist Kauf. Und daran erkennen Sie natürlich, dass es hier um das Verb kaufen geht. Wenn Sie das irgendwo in einer dieser Formen durch Lauf austauschen, dann heißt das plötzlich was ganz anderes. Aber okay, jetzt könnten wir ja sagen, na gut, die Stämme, das sind die Teile der Wörter, die sich nicht verändern in allen Formen des Wortes. Jetzt wissen Sie schon, was kommt. Ich nehme, du nimmst, er, sie, es nimmt, ihr nehmt, ich nahm, du nahmst und so weiter, ich habe genommen und so weiter. Was haben wir denn jetzt hier? Hier haben wir zweimal in diesen Formen nehmen, dann haben wir zweimal nimm, dann haben wir dreimal nahm und dreimal nomm. So, wir haben hier vier verschiedene Ketten von Segmenten, an denen Sie jeweils erkennen, dass hier das Wort nehmen gemeint ist. Sie benutzen so andere Formen, da ändert sich
von dieser Silbe, nem, ändert sich der Anfangsrand und der Endrand nicht, aber der Kern, der Vokal im Kern, variiert ja hier doch. Das heißt, Sie können jetzt nicht sagen, okay, der Stamm ist das, was in allen Wörtern gleich, also in allen Formen des Wortes gleich bleibt. Und deswegen ist die viel bessere Definition von dem, was der Stamm ist in einem Wort, das ist nicht der unveränderliche Bestandteil, sondern das ist der Bestandteil mit der Bedeutung als Markierungsfunktion. Das ist der Bestandteil dieser verschiedenen Wortformen, der Ihnen sagt, hier geht es um ein ganz bestimmtes Verb, nämlich nehmen. Und da haben wir nun mal vier verschiedene Stammformen von oder vier verschiedene Stämme. Aber der lexikalische Kern ist eben trotzdem jeweils das, was hier farblich markiert worden ist. Das heißt, der Stamm ist einfach das Morph, der Wortbestandteil mit der lexikalischen Markierungsfunktion, der das Ganze auf eine Bedeutung einschränkt. So einfach ist das. Die Affixe, ja gut, das ist jetzt dann alles, was übrig bleibt. Schauen wir uns wieder an. Ich nehme des Berges Schönheit, Unding. Hier haben wir das das hat eine Funktion in der Flexionsmorphologie. Berges hatten wir auch schon, hat eine Funktion, macht uns Genitiv Singular. Schönheit, Heid, hat keine Bedeutung, aber ändert die Bedeutung von dem, wo es drankommt. Unding tritt vor einen Stamm, ändert die Bedeutung davon. Das sind alles Affixe. Die sagen Ihnen nicht, hier geht es um ein bestimmtes Wort, sondern Sie nehmen sich ein Wort und machen irgendwas damit. Entweder dann zur Flexion oder Sie ändern die Bedeutung in der Wortbildung. Das heißt, diese Affixe, die hier blau markiert sind, haben keine lexikalische Markierungsfunktion, keine eigene Bedeutung. Denn ich habe Ihnen vorhin schon irgendwas von Merkmalen und Werten erzählt, das müssen wir jetzt nochmal irgendwie genau auf den Punkt bringen. Und zwar mit dem spezifischen Augenmerk auf Wortbildung versus Flexion. Was sind statische und volatile Merkmale? Schauen Sie sich Eigenschaften an von beliebigen Objekten. Letztlich sind ja Wörter auch nur irgendwie Objekte. Sind ein bisschen abstrakter als eine Erdbeere oder der Eiffelturm, so, aber sie haben auch Eigenschaften. Die Erdbeere hat zum Beispiel die Eigenschaft, rot zu sein. Der Eiffelturm hat die Eigenschaft, 325 Meter hoch zu sein. Das sind Eigenschaften dieser Objekte. Also eine bestimmte Erdbeere, die Sie vor sich haben, oder Eiffelturm. Kann rot sein, die Erdbeere, der Eiffelturm ist 325 Meter hoch. Wir können das aber auch ein bisschen anders formulieren. Wir können sagen, das ist nicht einfach irgendwie so die Eigenschaft, rot zu sein, sondern ja, im Grunde jedes Objekt, was konkret ist, also jedes physikalische Objekt hat irgendwie eine Farbe und eine Länge. Alle physikalischen Objekte wie Erdbeeren und Eiffeltürme haben ja drei Dimensionen, weil diese Welt dreidimensional ist, und dann haben die auch alle eine Länge. Und die reflektieren alle Licht, also alle reflektieren irgendwie Licht, und die meisten sogar ziemlich stark, und zwar im Fall der Erdbeere vor allem rotes Licht. Deswegen sieht die für uns rot aus. Das heißt, so kann man das auch formulieren. Wir sagen nicht, das ist die Eigenschaft, rot zu sein, sondern wir sagen, okay, jedes Objekt, jedes physikalische Objekt hat ein Merkmal Farbe und Länge, und dann hat dieses Merkmal jeweils verschiedene Werte. In dem Fall dann den Wert rot bei der Erdbeere und irgendwie so grau beim Eiffelturm. Und die Länge bei so einer Gewächshauserdbeere, die Sie vor sich haben, ist dann, sagen wir mal, 3 Zentimeter. Stellen Sie sich eine konkrete Erdbeere vor. Und das Wert des Merkmals Länge beim Eiffelturm ist 325 Meter. So, das heißt, da sagen Sie dasselbe wie hier oben, nur Sie haben das aufgedröselt in Merkmal und Wert, und das hat den Riesenvorteil, den ich Ihnen eben gerade schon so untergejubelt habe, dass Sie Objekte danach, welche Merkmale sie überhaupt haben, klassifizieren können. Und wenn wir uns das jetzt für Wörter mal konkret angucken, wie man das aufschreiben könnte, dann könnten wir sagen, okay, Haus ist definiert als eine Menge von Merkmalen. Die Bedeutung ist Haus. Die Wortklasse ist Substantiv, ist auch ein Merkmal und sein Wert. Genus ist Neutrum von Haus, das Haus. Der Kasus könnte jetzt hier bei dieser Form zum Beispiel Nominativ sein und Numerus Singular. Hauses, da sehen Sie, Bedeutung ist Haus, Klasse ist Substantiv, Genus ist Neutrum und Kasus ist hier dann Genitiv und Numerus muss Singular sein. Dann haben Sie hier dieselben Merkmale, aber andere Werte. Und Häuser, das können wir auch durchexerzieren, haben Sie hier hinten auf jeden Fall Plural. Nominativ muss nicht sein, kann auch was anderes sein, aber auf jeden Fall haben Sie hier Plural. Das zeigt uns, dass bei einem lexikalischen Wort wie Haus bestimmte Merkmale ihren Wert immer behalten.
Das sind nämlich die, die jetzt nicht nur fett sind, sondern plötzlich auch grün. Das Wort Haus ist immer ein Neutrum, ist immer ein Substantiv und hat immer die Bedeutung Haus. Diese drei Sachen erkennen Sie an dem Stamm Haus. Und diese Merkmale, wo sich die Werte ändern können, das sind die sogenannten Volatilen. Kasus und Numerus müssen sich ändern können bei einem Substantiv. Die Bedeutung darf sich eigentlich nicht ändern. Wenn sie sich ändern würde, hätten sie plötzlich ein anderes Wort. Und das kommt jetzt. Wenn Sie sich nämlich sowas hier angucken, Beispiele, nochmal Beispiele für das, was wir als Wortbildung bezeichnen würden. Wenn Sie so ein Adjektiv haben wie trocken, können Sie heit dranhängen, dann ändert sich aber die Bedeutung. Sie kriegen ein neues Wort. Deswegen heißt das Wort Bildung, weil neue Wörter gebildet werden. Das ist eine Möglichkeit für uns oder die Möglichkeit, neue Wörter zu kreieren. Wir erfinden die nicht einfach neu. Ja, wir sagen nicht, okay, wir brauchen jetzt ein Wort für Trockenheit und da erfinden wir jetzt ein völlig neues Wort. Wir haben schon trocken, aber jetzt nennen wir das Konzept Trockenheit, bezeichnen wir mit Schlupf oder sowas. Das machen wir nicht. Das hat ja auch bestimmte Vorteile, dass wir das nicht so machen. Genauso bei Kauf und Rausch, wenn Sie die verbinden, kriegen Sie ein neues Wort raus. Kaufrausch heißt weder Kauf noch Rausch. Bei Gehen und Begehen ändert sich auch die Bedeutung. Sie hängen da vorne sowas dran und dann, also ein sogenannter Applikativ, dann hat das irgendwie eine andere Bedeutung und verhält sich auch syntaktisch anders. Und in Abgrenzung dazu sehen Sie, dass bei sowas wie Laufen versus Laufe oder Münze versus Münzen sich nicht die Bedeutung ändert. Da ändern sich volatile Merkmale, ja, Kasus Numerus, aber eben nicht die Merkmale, die bei einem lexikalischen Wort eigentlich stabil sind und im Stamm kodiert sind. Die ändern sich gerade nicht. Zum Beispiel die Bedeutung. So, das heißt Wortbildung. Was ist jetzt Wortbildung? Das ist der Prozess, bei dem statische Merkmale geändert werden. Ganz typisch Wortklasse, ganz typisch Bedeutung. Bedeutung muss sich eigentlich immer ändern, ist natürlich für ein Wort, lexikalisches Wort, ein statisches Merkmal. Sehr oft im Deutschen ändert sich auch die Wortklasse. Manchmal werden auch Merkmale einfach rausgelöscht. Das sehen wir uns noch genau an. Oder umgebaut, wie hier bei Gehen zu Begehen. Da würde ich sagen, da gibt's ein Merkmal, Valenz, über das wir noch in der Syntax sprechen, das wird einfach komplett umgebaut. Das kommt, wie gesagt, noch. Und dadurch erschaffen wir produktiv neue lexikalische Wörter, statt sie einfach nur neu zu erfinden. Bei Flexion ändern sich nur volatile Merkmale. Und das passiert typischerweise, nicht nur, aber ganz typischerweise, gerade bei Kasus, in bestimmten syntaktischen Kontexten. Wörter müssen in bestimmten syntaktischen Kontexten ihren Kasus verändern. Okay, was heißt überhaupt Funktion? Ich rede ja so gerne von Form und Funktion. Was heißt jetzt hier eigentlich Funktion? Ich greife mal auf Kapitel 3 zurück, das Sie irgendwann lesen sollten. Und da erzähle ich Ihnen in diesem Kapitel, was ich unter externen Funktionen, nicht nur ich, was man so unter externen Funktionen von sprachlichen Zeichen und Einheiten versteht. Das sind alle diese Funktionen, die sich auf den kommunikativen Prozess beziehen, auf die Pragmatik, also darauf, was richten wir eigentlich, also wie handeln wir mit Sprache? Sie sagen ja nicht immer was, um Informationen zu vermitteln, sondern ganz oft, weil sie irgendwas erreichen wollen. Und natürlich hängen diese ganzen Dinge davon ab, was sie da tun, auch davon ab, welche Wörter und Sätze und so weiter sie benutzen. Das ist ja gerade der Punkt. Das sind aber alles externe Funktionen. Die haben erstmal mit dem System der Formen nicht direkt, die haben sehr viel damit zu tun, aber nicht direkt was damit zu tun. Genauso textuelle Funktionen. Sie alle haben schon mal einen inkohärenten Text gelesen, wo Sie sich immer fragen, was hat eigentlich jetzt der Satz mit dem Satz davor zu tun? Mann, das kennen Sie. Und das erwarten Sie eigentlich, dass das in einem guten Text nicht so ist. Da erwarten Sie, dass Kohärenz stattfindet, dass man also irgendwie bestimmte Wörter und Konstruktionen benutzt, die einem irgendwie signalisieren, was die ganzen Sätze da miteinander zu tun haben und wie der Text auch auf einer größeren, auf einer Makroebene aufgebaut ist. Im Vergleich dazu haben wir interne Funktionen, die eigentlich primär erstmal das betreffen, wie das Sprachsystem irgendwie die Wörter und Sätze zusammenhält. Also wie bestimmte Relationen gekennzeichnet werden. Relationen, sowas wie, was ist das Subjekt, was ist das Objekt? Das sind ja Relationen zwischen dem Verb und bestimmten Nomina typischerweise. Das wird ja irgendwie gekennzeichnet. Das hat erstmal noch nichts mit der mit Textaufbau oder sprachlichem Handeln zu tun. Das ist einfach, die Sätze müssen irgendwie zusammengehalten werden. Und diese Dinge ermöglichen uns dann typischerweise, die Struktur von Sätzen zu rekonstruieren. Wir haben das gesehen bei der Präsidentin und der Dekanin und dem Präsidenten und dem Dekan. Der Kasus tut da eine Menge,
um uns zu sagen, wie ist denn die Struktur dieses Satzes? Also was ist Subjekt, was ist Objekt und wie ist der dann gebaut, der Satz? Gerade ganz wichtig, wenn man so eine freie Wortstellung hat, wie im Deutschen. Und Sie erinnern sich vielleicht an die erste Sitzung, wo ich Ihnen gesagt habe, was Kompositionalität ist. Das heißt, Sie können daraus, wie der Satz aufgebaut ist, rekonstruieren, was er bedeutet. Also und natürlich daraus, wie er aufgebaut ist und was die einzelnen Wörter bedeuten. Wenn ich Ihnen einfach 10 Wörter hintereinander schreibe, ohne dass da irgendwie diese ganzen Bedingungen des Systems erfüllt sind, bestimmte Kasus und so weiter, sagen Ihnen diese 10 Wörter vielleicht nichts. Aber wenn ich da einen schönen Satz draus baue, der den Regularitäten des Systems genügt, wo Kasus markiert ist und so weiter, dann wird da irgendwie ein semantischer Schuh draus. Man kann jetzt externe und interne Funktionen nicht immer trennen, aber es gibt Bereiche, wo man das sehr gut kann. Und gerade in der Flexion würde ich fast mal sagen, gibt es sehr viele Teilbereiche, wo man das extrem gut kann. Das Paradebeispiel für eine meines Erachtens rein interne Funktion von bestimmten Merkmalen ist das Kasussystem. Und auch das kommen wir noch mehrfach zurück. Es ist sehr faszinierend. Im Zentrum der Morphosyntax des Deutschen. Was wir jetzt aber machen, ist, wir gucken uns erstmal so alle Merkmale an, die Nomina haben, also Numerus, Genus, Person und so weiter, die kommen jetzt der Reihe nach. So, was ist Numerus? Einzahl und Mehrzahl, da haben wir es eigentlich schon. Schauen Sie sich das an, die Trainerin beobachtet einen guten Wettkampf, geht super, aber nicht geht, die Trainerin beobachtet einen guten Wettkämpfe. Geht nicht. Ist auch nicht besonders aufregend, dass das nicht geht. Sie sehen sofort, warum. Und dann haben wir im Gegensatz dazu, die Trainerin beobachtet einige gute Wettkämpfe, okay, aber nicht die Trainerin beobachtet einige gute Wettkampf. Was Sie hier sehen, ist, dass Sie die sogenannte Einzahl, also Singular, und die Mehrzahl Plural haben und außerdem, dass die innerhalb dieser Gruppen von Wörtern hier, Artikel, Adjektiv, Substantiv, ist das hier immer, übereinstimmen müssen. Das Numerus-Merkmal, warum wir das haben, also was die Funktion ist, das ist nun wirklich, also einfacher kann es eigentlich nicht sein. Wir möchten darüber reden, wenn wir über Wettkämpfe zum Beispiel reden, über einen oder über mehrere. Wir wollen irgendwie die Menge dieser Wettkämpfe, über die wir sprechen, spezifizieren, entweder genau durch ein Zahlwort, aber ganz oft eben auch einfach nur, ja, war es einer oder waren es mehrere. Ja, und das ist konzeptuell motiviert beim Substantiv. Weil die Substantive bezeichnen die Objekte, über die wir reden, und dann sollen es halt eins oder mehrere sein. Das ist da, wo man sagen kann, okay, also das ist eigentlich das, was die Substantive bezeichnen, das ist eigentlich, die bezeichnen das, wo wir dann eben diese Stellschraube haben wollen, ob es eins oder mehrere sind. Das ist notwendigerweise ein volatiles Merkmal beim Substantiv. Wenn das nicht so wäre, so prinzipiell nicht so wäre, dann hätten wir dieses Merkmal, könnten aber über alle Gegenstände jeweils dann immer nur entweder im Singular oder im Plural reden. Also das ist gerade der Punkt. Also das muss immer ein veränderbares Merkmal sein. Jetzt gibt es so ein paar, eigentlich gar nicht so wenig, aber es gibt so ein paar Wörter, die haben dann das nicht. Aber das sind, sagen wir mal, die Ausnahmen. Also Pluralia tantum wie Ferien oder Singularia tantum wie Gesundheit. Die gehen jeweils nicht im Singular bzw. im Plural. Also sie haben nicht Gesundheiten und sie haben auch nicht die Ferie oder so. Ich weiß gar nicht, wie das Wort lauten sollte im Singular. Kasus ist schon wieder, das haben wir am Anfang gesehen mit dieser Szene, aus dieser Schulstunde, warum machen die das da überhaupt so? Das heißt, wir gehen jetzt mal einen Schritt zurück hinter diese Fragen, Orgien, und überlegen uns, was ist eigentlich Kasus? Und stellen die Frage, ist Kasus mit bestimmten Bedeutungen verknüpft? Und Sie sehen gleich, was ich damit meine. Gucken Sie sich an, wir sehen den Rasen. Da steht ja den Rasen im Akkusativ. Warum steht der im Akkusativ? Hat das was damit zu tun, dass ein Akkusativ so eine bestimmte Bedeutungskomponente beisteuert? Was passiert, wenn wir einen Rasen sehen? Ja, der ist einfach irgendwie, Licht kommt davon zurück und trifft auf unsere Netzhaut. Wie ist das bei, wir begehen den Rasen? Kann man da irgendwie sagen, der Akkusativ hat semantisch gesehen irgendwie denselben Effekt? Also bei mir nicht. Das sind zwei völlig verschiedene Ereignisse, sehen und begehen. Ich erkenne jetzt nicht, was der Akkusativ hier irgendwie, was der da macht, semantisch. Also gar nichts eigentlich. Wir säen den Rasen, kleiner peinlicher Druckfehler übrigens im Buch. Wenn wir den Rasen säen, ja, ja, gut, dann entsteht der ja dadurch erst.
Was ist jetzt hier die semantische Gemeinsamkeit von den Rasen in diesen drei Fällen? Weil manchmal hört man sowas wie, naja, der Akkusativ bezeichnet das, den Gegenstand, mit dem etwas passiert bei einem Ereignis. Was heißt denn das? Ein bisschen unspezifisch, oder? Also hier passieren völlig verschiedene Sachen mit dem Rasen. Eigentlich passiert bei Sehen, passiert mit dem Rasen selber ja gar nichts. Wir fürchten uns, uns ist ja nun auch ein Akkusativ, was der dann noch damit zu tun haben soll, weiß ich auch nicht, bei so einem reflexiven Verb. Jetzt kommen noch andere Akkusative dazu. Nächsten März fahre ich zum Bergwandern in die Tatra. Nächsten März ist ein Akkusativ. Der spezifiziert hier einen Zeitpunkt. Das kann man sagen. Dass diese Nominalgruppe hier, dass die im Akkusativ steht, hat den Effekt, dass es das einen Zeitpunkt bezeichnet. Wie kommt denn das jetzt zustande? Warum passiert denn das hier oben in den Sätzen nicht? Oder es waren den ganzen Tag Menschen zum Gipfel unterwegs. Auch irgendwie, nein, nicht ein Zeitpunkt, aber so eine Zeitspanne wird irgendwie durch. Und das macht irgendwie schon der Akkusativ. Wie kommt das denn? Hat er jetzt eine Bedeutung oder nicht? Sehen Sie, bleiben Sie dran, dann sage ich Ihnen das. Kommen wir mal zum Dativ, da hört man oft, naja, das bezeichnet den Nutznießer oder den Empfänger von irgendwas. Sarah backt ihrer Freundin einen Marmorkuchen. Ja, kann man sagen, diese Freundin profitiert davon und empfängt dann irgendwie den Kuchen. Wir kaufen dir ein Kilo Rohrzucker. Hey, scheint zu funktionieren. Wenn diese Person bekommt dann diesen Rohrzucker, ist doch super. Die Mannschaft spielt mir zu drucklos, da bekomme ich nichts von der Mannschaft. Obwohl das auch ein Dativ ist. Scheint auch nicht so richtig zu funktionieren. Und der Marmorkuchen schmeckt den Freundinnen gut, das ist auch ein Dativ und hat aber nichts damit zu tun, dass die irgendwas bekommen oder von irgendwas profitieren oder sowas. Gut. Das heißt, die Eigenschaften des Kasus, die habe ich gestern Nacht noch rausgenommen, ich sage Ihnen nur die wichtigste. Der Kasus stellt prinzipiell erstmal Relationen zwischen kasustragenden, also den kasustragenden Nomina und anderen Wörtern im Satz, typischerweise Verben, Präpositionen oder anderen Nomina her. Das ist die Funktion des Kasus. Sie sehen an den Folien vorher, dass es nicht irgendwie, dass wir nicht sagen können, der Kasus hat eine Bedeutungskomponente. Wir haben ein Merkmal noch gar nicht besprochen, weder in den Beispielen so wirklich. Kurz beim Verb kam das ganz kurz vor, die Person. Und was ist das jetzt? Warum haben wir das Merkmal Person? Erste, zweite, dritte, ne? Ich kenne sie. Ich, du, er, sie, es. Was ist die grammatische Person, beziehungsweise welche Funktion hat die? Sie kennen solche Sätze oder Sie sehen solche Sätze und verstehen, was die heißen, wie ich unterstütze den FCR Duisburg, ihr unterstützt den FCR Duisburg, sie, diese, jene, eine, Mann und so weiter unterstützt den FCR Duisburg oder Plural, sie, diese, jene, einige unterstützen den FCR Duisburg, den es schon lange nicht mehr gibt. Was Sie sehen ist, die Pronomina verändern sich oder haben spezielle Formen für verschiedene Personalformen. Da ist das irgendwie ganz prominent, da sehen Sie es sofort. Wie gesagt, das Verb, das geht so ein bisschen mit, aber nicht so eindeutig wie die Pronomina. Und auf jeden Fall kann man sagen, funktional motiviert ist diese Person am ehesten am Pronomen. Warum? Was Sie hier sehen, sind sogenannte deiktische Pronomina. Was sind deiktische Pronomina? Naja, die verweisen in einer bestimmten Situation auf irgendwas. Und typischerweise, das sehen Sie hier an dem verfügbaren Inventar von Pronomina im Deutschen, auf die Sprecherin, die Angesprochene oder irgendwas anderes. Ich, du, er, sie, es. Es gibt noch eine andere Funktion von Pronomina und die hat dann eben auch wieder mit dem Personenmerkmal was zu tun, speziell mit der dritten Person. Wenn Sie sich solche Sätze anschauen, wie Sarah backt ihrer Freundin einen Kuchen und dann geht's weiter, sie verwendet nur fair gehandelten, unraffinierten Rohzucker. Und hier habe ich blau gemacht, Sarah und sie, und da hängt auch so eine 1 dran, die heißt dasselbe wie die Farbkodierung hier im Grunde. Das heißt natürlich, das sehen Sie sofort, Sie beziehen sich mit sie auf dasselbe, auf das Sie sich mit Sarah bezogen haben, also auf dieselbe Person in dem Fall. Was Sie aber auch machen können, ist, Sarah backt ihrer Freundin einen Kuchen, exakt derselbe Satz. Er besteht nur aus fair gehandelten Zutaten, der Kuchen. Deswegen ist das hier beides grün und deswegen hängt hier in beiden Fällen diese 3 hinten dran. Das ist einfach nur so ein Index, der Ihnen sagt, ja, okay, das bezeichnet dasselbe. Also einen Kuchen bezeichnet dasselbe Objekt wie er.
Was Sie auch machen können, Sie sehen, man kann das beliebig fortsetzen. Sarah backt ihrer Freundin einen Kuchen. Sie soll ihn zum Geburtstag geschenkt bekommen. Hier bezieht sich jetzt das Sie offensichtlich auf Ihre Freundin. Achten Sie auf die Identität des Indexes und ihn bezieht sich auf einen Kuchen. Da sehen Sie, dass Sie hier grammatisch im nächsten Satz neu anfangen. Also hier ist der Kuchen das Subjekt, dann ist irgendwie Sie im Sinne von Ihre Freundin das Subjekt, hier ist Sie im Sinne von Sarah das Subjekt. Sie sind grammatisch nicht mehr an die Funktion gebunden, die diese Nominalphrasen in dem Satz vorher hatten. Das sind die sogenannten anaphorischen Pronomina, die verweisen zurück im Text, Satz, Diskurs. Das muss auch nicht immer im nächsten Satz sein, das kann auch 10 Sätze später sein. Das sind sogenannte anaphorische Pronomina. Das geht immer mit der dritten Person einher. Genus, Geschlecht und Gender. Was hat es jetzt damit auf sich? Das sind ja 3 Begriffe. Heißen die alle was anderes? Ja, tun sie. Was Sie hier illustriert sehen, ist nur das Genus. Das ist ein bestimmtes Merkmal von allen Nomina. Die Petunie, der Enzian, das Veilchen, und Sie können jeweils fortsetzen, ist eine Blume. Das heißt, Sie haben hier ein Maskulinum, Neutrum und ein Femininum. Sie können aber irgendwie zu allen diesen Dingen auch eine Blume sagen, das ist jeweils ein Femininum. Außerdem haben ja irgendwie Blumen nicht so wirklich ein Geschlecht. Also manche Pflanzen ja schon. Je nachdem, was Sie zu Hause so anbauen, müssen Sie da sogar genau drauf achten. Aber Sie sehen, dass das dieses grammatische Geschlecht, wir sagen ab jetzt nur noch Genus dazu. Selbst wenn Blumen ein Geschlecht haben, ein biologisches, hat das nichts damit zu tun. Das ist eine reine Subklassenbildung. Das heißt, bestimmte Substantive haben eben ein bestimmtes Genus und fertig. Das ist so. Der Tisch, die Tafel. Ja, das ist halt so passiert. Das hat nichts mit Geschlecht und Gender zu tun bezüglich der Motivation für welche Klasse, in welcher Klasse ist dieses Substantiv. Das ist historisch auch ganz anders gekommen. Also das Femininum hat historisch gesehen diachron, also wie sich das entwickelt hat, in den indogermanischen Sprachen nichts mit Frauen oder so zu tun oder weiblichen Personen. Null. Es kommt aus dem Kollektivum eigentlich, also aus so Sammelbezeichnungen. Das hat sich historisch einfach so ergeben. Natürlich ist das so, dass es eine tendenzielle Korrespondenz gibt von grammatisch maskulin und irgendwie männlichem Geschlecht oder was auch immer, so wie feminin und weiblichem Geschlecht bei Menschen beziehungsweise Lebewesen. Aber Sie wissen auch, dass das nicht zwingend ist. Sie können über das Mädchen oder das Männchen reden und bezeichnen dann irgendwie weibliche und männliche Personen, aber eben mit einem Neutrum. Ja, und Sie können auch, weiß ich nicht, über einen Mann sagen, er ist eine Schönheit. Jetzt habe ich Ihnen gesagt, Numerus und Person sind im nominalen Bereich motiviert. Und wir haben schon mal darüber gesprochen, schon öfter, so im Nebensatz über Kongruenz. Genau, also was ich gezeigt habe, Person und Numerus sind im nominalen Bereich motiviert. Wir wollen über ein oder mehrere Objekte reden und wir wollen uns mit Personen auf bestimmte Dinge in einer Sprechsituation beziehen oder anaphorisch in einem Text oder Dialog auf bestimmte Dinge, die vorher schon erwähnt wurden. Das sind Numerus und Person. Das charakterisiert inhaltlich oder funktional besser gesagt Numerus und Person. Jetzt treten die aber auch bei Verben auf. Sie wissen ja, es gibt Plural- und Singularformen von Verben und erste, zweite, dritte Personformen von Verben. Wir haben ein paar schon gesehen heute. Und das passiert eigentlich nur, weil wir Subjekt-Verb-Kongruenz haben. Von Kongruenz sprechen wir immer dann, wenn in einem syntaktischen Kontext 2 Einheiten in bestimmten Werten von bestimmten Merkmalen übereinstimmen. Zum Beispiel das Subjekt und das Verb haben denselben Numerus. Beide Einheiten haben dasselbe Merkmal und müssen dann im Wert übereinstimmen. Bei der Kongruenz zwischen Nomina in der sogenannten Nominalphrase, der schöne Kaftan, gut, wir wissen, Kaftan hat ein Genus und der und schöne müssen sich einfach im Genus danach richten. Das ist ein Kongruenzphänomen, das eine wichtige im Deutschen. Und das andere ist die Subjekt-Verb-Kongruenz, ich schwafle. Gut, dass ich von mir rede, das drücke ich primär aus in dem Pronomen, erste Person. Da ist das Merkmal Person konzeptuell motiviert. Und das Schwafle dann irgendwie sich danach richtet in seiner Form, ja gut, es richtet sich einfach danach. Die Werte müssen halt einfach übereinstimmen. Jetzt würde ich eigentlich noch über Tempus reden, da bräuchte ich genau die 5 Minuten, die ich nicht habe. Das hole ich dann irgendwie nach, entweder nächste Woche, schauen wir mal.
Und dann bis nächste Woche. Okay. Dann herzlich willkommen zur sechsten Woche. Kleine technische Probleme, aber wir haben auch jetzt irgendwie ein anderes Seitenverhältnis diese Woche. Warum auch immer. Nein, das ist schon maximale Lautstärke. Wenn Sie... Pardon? Sehr dumpf. Wenn Sie auf Folie 17 in der Phonologie mal schauen, da steht fies mit so einer FI-Ligatur. Die sollte eigentlich unterbleiben. Eigentlich gehört das I mit einem... Jetzt habe ich eine echte Rückkopplung. Okay, schauen wir mal. Wenn Sie mich jetzt wieder nicht hören, kann ich Ihnen auch nicht helfen. Kommen Sie bitte zur Ruhe. Wörter in eine der neuen Wortklassen, unter anderem Rest. Eingeordnet werden können. Ja, das ist der Punkt. Was Sie ja machen mit diesem Entscheidungsbaum ist, Sie trennen den Wortschatz...